Ja, hey, lauscht das Horrido, Herr Deppe. Närrischer Landtag war allerdings gestern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat es also ein Gespräch gegeben, und im Nachgang zu diesem Gespräch hat eine Teilnehmerin einem Ministerialmitarbeiter Äußerungen in den Mund gelegt. Nach allem, was wir hierzu bislang lesen und hören konnten, erscheint dieser Vorgang zumindest als fragwürdig, als sehr fragwürdig. Der Betroffene bestreitet, derartige Äußerungen gemacht zu haben, was von weiteren Zeugen im Übrigen bestätigt wird. Und die Teilnehmerin selbst, also die mit ihren Unterstellungen, ihren Äußerungen ja doch für sehr viel Furore gesorgt hat und in Teilen der Jägerschaft auch für eine gewisse Empörung ausgelöst hat, diese Teilnehmerin selbst, und das finde ich sehr merkwürdig, hat in dem Gespräch selbst, in der Situation selbst, gar nicht denjenigen, wenn es dann stattgefunden hätte, angesprochen. Das hätte sie ja tun können. Nein, im Nachgang über viel Umwege hat es den Präsidenten des Landesjagdverbandes, Herrn Müller-Schallenberg, erreicht, diese Unterstellungen. Und nicht, wie es der Anstand eigentlich gebührt, hat er das Gespräch gesucht mit dem Betroffenen, sondern er hat gleich einen Vorgang, den es offenbar gar nicht gibt, skandalisiert. Also mir scheint, da wird mal wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Mit irgendeiner Nachricht viel Aufregung erzeugen und etwas lautstark zum Thema machen, um vom Wesentlichen abzulenken. Und auf dieses Wesentliche, da möchte ich doch ganz gerne mal unser aller Augenmerk lenken. Denn es geht um die Verhandlungen und Gespräche zur Novellierung des Landesjagdgesetzes. Oder vielleicht sollte ich es genauer sagen, es geht um die Atmosphäre und das Klima, des bisherigen Klimas während dieser Gespräche. Seit Monaten wird hierzu im Arbeitskreis Jagd und Naturschutz verhandelt. Und in die wechselseitigen Bekundungen aller Akteure, aller Beteiligten, auch im Übrigen von unserem Präsidenten des Landesjagdverbandes, haben bislang ein konstruktives und an der Sache orientiertes Gesprächsklima bestätigt. Bei aller Unterschiedlichkeit der Sichtweisen wird an konsensualen Lösungen zu den verschiedensten Fragestellungen gearbeitet. Aber genau das scheint ja einigen ein Dorn im Auge zu sein. Mithilfe eines konstruierten Skandals soll die Atmosphäre vergiftet werden, um zu der alten populistischen Tonlage, wie Herr Borchert sie bevorzugte, zurückzukehren. Und Herr Deppe, Sie haben das ja jetzt schon mit Bravour vorgemacht, wie das sein soll. Aber, meine Damen und Herren, und das sage ich Ihnen als Jägerin, damit tun Sie der Jagd und dem Anliegen der gesamten Jägerschaft einen Bärendienst, erweisen Sie damit. Und ich kenne viele Jägerinnen und Jäger. Ich kenne viele Jägerinnen und Jäger, die nicht in die kommunikative Eiszeit zurückgeschleudert werden möchten. Vielmehr begrüßen Sie den ursprünglichen Stil des Herrn Müller-Schallenberg, und Sie erwarten von dem Präsidenten, dass er in den Kommunikationskreis zurückkehrt. Und der bisherige Weg, nämlich über Gespräche einen Konsens bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes zu finden, dieser Weg ist richtig, und der muss weiterverfolgt werden. Und Ihr Antrag von der CDU, Herr Deppe, stellt die bislang vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landesregierung und Jägerinnen und Jägern infrage, und der ist kontraproduktiv, und wir werden ihn deshalb ablehnen. Weidmanns Heil.